Also ich bin Katharina Jakob, geborene Neuze, das ist mein Papa. Hartmut Neuze und ich bin gelernter Landwirt und bewirtschafte zusammen mit unserer Familie und einigen Aushilfskräften unseren Betrieb hier in Grebensteinschachten. Ich habe Bauzeichnerin gelernt, habe auch 5 Jahre in dem Beruf gearbeitet und durch ein Glück im Unglück bin ich dann bei meinen Eltern mit eingestiegen. Dann habe ich gemerkt, dass mir das auch richtig Spaß macht. Die Kartoffel ist das Produkt, was wir auch selber aufbereiten im Betrieb und auch komplett selber vermarkten. Das heißt ja auch Kartoffelhof Neuze. Die meisten wissen gar nicht, dass wir noch anderes anbauen. Bei der Kartoffeldüngung sage ich gleich noch was zu. Ne? Ja, auf jeden Fall. Das ist wie bei den anderen Kulturen auch. Zunächst mal muss man eigentlich wissen, wie ist denn die Nährstoffversorgung auf dem Schlag. Das heißt, Grundvoraussetzung ist erstmal eine sorgfältige Bodenuntersuchung. Der wichtigste Nährstoff für die Kartoffel ist im Prinzip das Kalium. Und das Kalium sollte halt in Sulfatform gegeben werden. Und da gibt es ja ein Produkt, Patentkali oder Kaliumsulfat. Das zeichnet sich halt dadurch aus, dass es salzfrei ist, also nicht wie die anderen Kalidünger in Chloridform vorliegt, sondern in Sulfatform. Der Nachteil bei dem Chloriddünger ist halt, dass es zu Nekrosen kommen kann, direkt an der Knolle. Das Chlorid kann auch dazu führen, dass der Stärkegehalt in der Kartoffel gesenkt wird. Und mit der Sulfatform ist es also möglich, eine gute Kaliversorgung in der Knolle zu haben und trotzdem den Stärkegehalt nicht negativ zu beeinflussen. Und deswegen setzen wir halt Patentkali bzw. Kaliumsulfat ein. Von der Menge her schon im oberen Bereich, also je nachdem, was die Bodenuntersuchungen hergeben, aber immer mit einem gewissen Polster. Weil das haben wir halt festgestellt hier in unseren Breiten, wo die Erträge relativ stabil sind, da braucht die Kartoffel auch genügend Kali. Also dann, wenn der Boden befahrbar ist, dass wir mit unseren Maschinen drauf können, dann machen wir die Düngung. Das findet im Prinzip unmittelbar vorm Pflanzen statt. Also im Frühjahr. Frühjahr, genau. Ja, so. Ja. Hier sind, obwohl der Boden eigentlich schon in Gehaltsklasse C liegt mit Kali, trotzdem nochmal 8 Doppelzentner Kaliumsulfat ausgebracht worden. Und das ist halt wichtig für uns, weil dadurch halt auch die Lagerfähigkeit beeinflusst wird, gerade wenn man bis ins nächste Frühjahr reinlagert, wenn der Zelldruck ein bisschen abnimmt in den Kartoffeln, um da immer noch eine Lagerstabilität zu haben. Und wenn man mal über den Bestand guckt, dann muss man sagen, das hat auch dieses Jahr wieder gut hingehauen. Die Kartoffeln präsentieren sich wirklich sehr, sehr gut. Der Geschmack ist wichtig, dass sie im Prinzip auch beschädigungsarm ist oder beschädigungsfrei ist. Und für den deutschen Verbraucher soll die Kartoffel halt gelb sein nach dem Kochen. Ja, die Maschinenausstattung unseres Betriebes sieht also so aus, dass wir unsere selbst konstruierte Pflanzmaschine mit einem anderen Betrieb zusammen nutzen. Das funktioniert also so, dass wir so eine Kreiselecke so umgebaut haben, dass wir eine Pflanzmaschine aufsatteln konnten und an der Pflanzmaschine ist dann ein sogenannter Dampfformer noch dran, dass die Saatbettbereitung, Pflanzen und Dammaufbau in einem erfolgen kann. Die Rodetechnik haben wir alleine, dadurch sind wir einfach unabhängiger. Wir vermarkten das ganze Jahr. Wir haben jetzt immer noch Kartoffeln aus dem letzten Jahr, die immer noch sich eigentlich so präsentiert, als wenn wir sie gerade aus der Erde geholt hätten. Ein Lager ist mit einer Zwangskühlung versehen und da können wir dann im Herbst, wenn die Kartoffeln geerntet sind, die sozusagen in das Lager reinstellen, stellen die Temperatur ein und holen die dann irgendwann raus, wenn wir sie wieder brauchen. Die Kartoffeln, die dann in den Kisten lagern, die machen wir dann in den Bunker, schütten wir mit einem Stapler rein. Dann laufen die erst über die Bürstenmaschine, über den Sortierer. Und dann haben wir eine Abpackanlage und da können wir dann 2,5 Kilo, 5 Kilo, 10, 12,5, je nach Größe, können wir dann abpacken. Ja, die Vermarktung verläuft einerseits auch ab Hof natürlich und über die Supermärkte. Und verschiedene Lieferservice bzw. Imbissbuden, Restaurants. Also mittlerweile allein durch Mundpropaganda ist das wirklich weit gefächert in alle Himmelsrichtungen. Und das ist im Prinzip die große Herausforderung für uns, jedes Jahr so eine gleichbleibende Qualität zu erzeugen. Wenn man so eine gewisse Qualitätsstufe erreicht hat, dann wird das einfach von den Kunden vorausgesetzt, dass es immer so ist. Also ich mag an meiner Arbeit wirklich diesen Kontakt zum Kunden. Man hat was in der Hand und ich habe das Gefühl, wenn es auch wirklich nur eine Kleinigkeit ist, ich tue was Sinnvolles. Also was wirklich jemanden interessiert.